Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Wildlands 4 Minuten 4 mit der lieben Jenny. Halli und hallo. Blacky nehme ich mit. Mit dem lieben Blacky. Hallo. Und dem lieben Lemon Freak. Hallo. Und mit dem komischen Zellan. Hallöchen. Ja, letztes Mal haben wir noch ein bisschen hier weiter erkundet. Ich würde sagen, das machen wir heute einfach nochmal weiter. Dass wir das Gebiet hier abschließen. Ich hätte irgendwie wirklich Bock, das auf einen höheren Schwierigkeitsgrad oder so einfach nur die Mission durchpreschen. Ja, Jenny. Ich bin ausgestiegen. Ja, einmal frei geparkt. Hier ist nichts. Dann. So. Warte, nehmt euch noch mit. Ich hab geparkt hier versehentlich. Ich komme hier nicht weg. Dein Ernst? Ja. Bei den Rebellen ein Fahrzeug. Nehmt das jetzt. Ich hab ein interessanteres Fahrzeug. Jetzt rückwärts. Lämmel, aufstehen. Aufstehen. Wollt ihr mit? Lemon rückwärts! Lemon! Ja. Ja, wir kommen mit. Wo bist du? Achso. Servus. Wow. Blacky, kommst du auch mit? Ach, Menno. Menno! Ich fahre aber lieber. Ja, wir können ja gleich wieder durchtauschen. Machen wir es einfach so. Jeder fährt immer zu einem Punkt abwechselnd, okay? Okay. Also ich meine mich und Blacky, Jenny, von dir war nicht die Rede. Meine Mutter wird mich auslachen. Frauen am Steuer. Hey! Ja, Frauen am Steuer. Männer am Steuer, in den Scheunen zu Hause gibt's wohl. Ist irgendwas drin? Nichts im Wert. Wir werden nur offenweise Gegner, geh weg. Ja. Ja, dann markier kurz den nächsten Punkt. Hier, vor dir, close. Jens selbst. Hier ist noch ein Fragezeichen, ja, noch ein Stückchen weiter. Auch eine Scheune. Jetzt so. Hoch. Ich markiere gleich das nächste, das ist nämlich da. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Ist irgendwas? Nein. Gegner. Dann nächstes. Hab ich schon C. Wow. Wir werden sterben. Oh. See, aber wir sollten. Das ist eine Basis. Ich meine, was hier? Ich meine, was hier? Aua. Ich euch. Wer zum Teufel ist da weggeflogen und hat mich gekillt? Danke. Aua. Oder macht mal den Alarm aus. Ich bin außer Gefecht. Mike? Ja. Entschuldigung, ich passt schon. Nee, Mike ist hier direkt. Pass auf, vor uns. Hab ihn down. Mike, hast du jetzt eigentlich die Drohne auch mal ausgerüstet mit diesem Helfding? Ja. Okay. Ja. Dann beleg mich mal bitte wieder. Läuft 6. Doch nicht damit, doch nicht mit der Drohne. Das ist verschwendete Ressource, du stehst doch genau neben ihn. Ja, du holst ihn ja schon. Oh Gott. Komm, erhol dich, Jenny. So. Ich gehe rein. Oh, ist ja gar keine mehr da. Dachte ich mir auch gerade. Hab ihn, er ist tot. Draußen bei. Kriegst du es hin? Leck. Wo? Wo werde ich geschossen? Genau vor dir. Nein, hier ist eine Waffenkiste. Oh Gott. Ich sehe vor lauter Bäumen schon den Wald nicht mehr. Nett. Lass mich durch, ich bin dick. Ja, lass mich durch! Wo soll ich dich denn durchlassen? Wollen wir den großen Heli nehmen mit Geschützen? Blackie ist da dran. Warte, hier hinten sind noch grüne Dinger zum Einsammeln. Ja, Blackie, steigst du schon mal ein? Wo ist das andere? Wisst ihr das? Im Haus, hinterm Haus. Hallo? Ich such selber. Da kommt Unidad bald, euch mal. Da, hab's. So. Wir sollten gegebenenfalls auch mal. Weg. Aua. Geh hoch. Ich werd beschossen. Okay, jetzt kannst du wieder runter. Oh, verdammt. Ich hab die Waffen. Achso, 1 Kilometer.
Oh, okay, passt. Ich dachte gerade, dass ich die Waffenkiste vergessen habe, aber dauert noch ein bisschen, bis wir dort sind. Ich wollte gerade sagen, das ist eine andere Kiste. Ja. Also ich trinke gerade irgendein amerikanische Softdrink, das importiert wurde nach Deutschland. Und auf Englisch heißt es Sun. Oder auf Deutsch heißt es Son. Ist auch eine gute Übersetzung. Von Sun, Sonne auf Sohn. Son. S-O-N. Wir sollten irgendwann eigentlich mal wieder eine Tour machen mit Nebenmissionen, weil das reduziert halt die ganzen, Dingensgebührens hier, Rebellenunterstützung und so weiter. Fernschuss-Elite freigeschalten. Okay. In die Müll. Oh fuck, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Du bist rausgesprungen. Ja, ich bin am Arsch der Welt. Ich bin. Ja, ein gutes Stück weg. Ich seh's. Becky, du könntest nicht zufälligerweise runterkommen, oder? Sag einfach nein. Also wenn du jetzt nicht runterkommst, bin ich gleich tot. Oder so, natürlich, das geht auch. Hoch. Okay, jetzt ist es. Ja, der hat sich verabschiedet durch den Scheiß. Gut, dann... Laufen. Müssen wir laufen. Querfeld, ich würde sagen, querfeld ein und gepacken Gas. Weil 3-4 Unidad-Patrouillen. Unidad ist einfach. Jo. Auf jeden Fall auf dem Schwierigkeitsgrad. Wenn man sich gut verkämpft. Oh, ich darf keinen Zivilist mehr töten. Dann lass es lieber. Wollte ich gerade sagen. So, geht es auch irgendwann mal weg? Ja. Ah, jetzt müssen wir noch einen Affe klettern, ey. Mein Gott. Wie kommt man denn jetzt hier hoch? Mein Gott, hallo? Ich bin kein Affe. Ich bin auch hochgekommen und ich bin kein Affe. Ansichtssache. Ey! Ey Mann! Ich bin nicht mal so behaart wie ein Affe! Ansichtssache! Arschloch! Ich hab eine neue Zieloptik. Hier mache ich keinen Pudding! Dann lass es halt. Dann will ich von mir reinmachen. Ernsthaft? Warum ist da hinten jetzt der Heli? Wo? Guckt mal, ich geh mal da runter. Oh. Oh, Tauben schießen. Mohun! Waffen. Alter, wie bisch. Vor allem, so. Wie man sich jetzt mal in deren Situation fühlen muss. Die stehen da, laufen da wie panisch durch die Gegend und vier Idioten schießen einfach die ganze Zeit neben. Schau mal was. Ja, aber bei 350 Meter schon so eine Abweichung. Das ist eigentlich schon ein... Da ist dieses Aufruhen, das fehlt. Getroffen! Sogar Headshot. Ich hab getroffen. Na, das war ich. Ich hab nämlich Erfolg bekommen. Ich hab einen Baum in der Fresse, ich komm da nicht hin. Holt mich wer? Ist du runtergefallen? Ja. Wo ist denn der? Also ich wollte halt runterspringen. Scheiße. Ich bin doch zuerst aufgeknallt. Scheiße nochmal. Ich bin tot. Na, Blacky wird's auch noch. Nee. Scheiße. Was? Wenn du aufgepasst hättest, wäre das nicht passiert. Ja, unten ist ein Heli, deswegen. Guck mal, ich bin neben dir. Ich bin sogar noch heile. Ja. Ohne mir die Knochen zu brechen. Ich
Ich hab mir das Genick gebrochen. Stell dir das mal in Real Life vor. Knack. Wir echte Menschen. Knack. Naja. Ey, knack das. Ich muss bedenken, dass der schon wieder gestorben ist. Chef. Ich will trotzdem nicht aus 5 Metern so runterschlagen. Ja, eben. Das erinnert mich an die Folge von Doctor Who mit den Klonen. Oh Mann. Ist egal, wir können uns hier neu machen. Ja. Aber der Anzug war so teuer. Oder wie bei den Minions. Oh Scheiße, jetzt haben wir das Original getötet. Minions? Das sind keine Kinder. Ich wollte gerade sagen. Granate fliegt. Hola, Andres. Minions sind keine Klone. Das sind richtige Rebellen. Er braucht einen Leichensack. Einfach rein. Wer schießt denn da? Das hört sich an, als würdest du mir den Tic-Tac-Packung schütteln. Seid ihr da reingekommen? Reingerusht. An der Seite. Und eine Statue, cool. Das ist ein Eingang. Zu spät. Das hört sich an, als würde jemand Tic-Tac schütteln. Wer hat gerade geschossen? Der Wookie. Hört mal hin, wenn der schießt. Schieß mal. Als würde er Tic-Tac schütteln. Yeah. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir machen einfach irgendwann anders mal hier Nebenmission. Wo wollten wir jetzt hin? La Cruz oder was? Ja. Ramon Feliz hat sich zum Whistleblower gewandelt. Und die Existenz ja, wobei, wir sind jetzt bei 12 Folge. Minuten. Gibt's vielleicht irgendwas Interessantes? Mach mal das da hier, oder? Mach mal eben den hier, da haben wir die Folge zu Ende. Hopp. Aber Achtung, Börse. Tic-Tac. Sehr geil. Das sieht halt wirklich an wie Tic-Tac. Ja, nicht ganz. Naja. Ich weiß nicht, wie du Tic-Tac schüttelst, aber ich mach's ein bisschen langsamer meistens. Tic-Tac. Warum schüttelt man die Dinger überhaupt? Das ist die Frage. Rassel halt. What the fuck? Ich hab geparkt. Ich drück auf Köpfchen. Wir müssen wieder beschützen. Mach das Licht aus. Oben. Aber, oh. Ich setz gleich hier eine Mine ab. So. Autochen kommt her. Ich leg hier eine Mine. Können ruhig kommen, ich finde die liegen Minen. Der Tango ist drin. Die Drohne ist unterwegs. Lass sie ruhig näher kommen, da liegen überall Minen. Wie ich einfach nichts treffe gerade. Und zwar wirklich gar nichts. Weißt du, was das Positive ist an brennenden Autos? Na? Allmächtiger. Du sparst dir die Energie für die Heizung. Ziel getroffen. Hast du das ernsthaft gesagt gerade? Ja. Wer schießt die ganze Zeit auf mich, Black? Hör auf! Ich seh die... Alter, hör mir beide auf! Du und Black, leg mich doch... Alter. Ey! Hast du mir gerade ein zweites Arschloch geschossen, Mann? Ich setz gleich hier eine Mine an. Nein, auf die Mine schieße ich jetzt nicht, oder? Tango getroffen. Ich will irgendwie an. Ich guck mal nach einer anderen Sniper. Was haben wir denn sonst hier? Na, warte. Da, Scharfschützengewehr. Warte mal, wenn ich die... Ah, die kann man nicht upgraden. Ah. Oh Gott, mal gucken. Feuerrate ist noch geringer. Alles klar. Willst du mich jetzt eigentlich verkackeiern?
Warte. Hm. Wir brauchen bessere Scharfschützengewehre. Welches war denn das, was wir jetzt immer ausgerüstet hatten? War es die HTI? Oder hatten wir schon die MSR? MSR hatten wir schon. Das ist eigentlich das Beste, was du haben kannst, halt, denn du willst eine DMR haben. Nee, die DMR ist cool, glaube ich. So, dann würde ich sagen, nächste Folge. Ja, warte. Warte kurz. Ich hole dann noch ein Feuerzeug. Ich habe gerade mal die G28 ausgerüstet. Das Fahrzeug. Ich hol den Heli, okay? Hä, ja, das soll jetzt... Das soll das Scharfschützengewehr sein? Das ist eine DMR. Mit DMR oh, hat... Fuck. So, ist kein Repetierer. Hat ja auch weniger Schaden als ein Bolzen. Nö. Ja. Ich bleib bei der MSR. Bei der HTI. So. Also, ich nehme mir gerade eben den Hubschrauber, dann können wir uns sagen, dass wir uns verabschieden und dann. Jo. Dann würde ich sagen, wenn ihr es geguckt habt, dass die Folge zu Ende ist. Lasst Kommentar, Bewertung da, etc. etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.